Und damit herzlich willkommen zum großen Finale von Autoball. Heute mal etwas kleiner gehalten. Jetzt kann es endlich losgehen. Schweden spielt jetzt gegen Marokko. Marokko ist Asmir Begovic, der im blauen Auto, na ja gut, beide haben blaue Autos, und der andere in gelb, im gelben Trikot. Das ist Schweden. Und ich habe heute mal mir gedacht, ich werde das Spiel mal, ja, etwas kleiner halten. Das heißt, die Umrandung ist heute kleiner. Mal sehen, wie das so wirkt, ob das scheiße wirkt oder nicht. Das ist so ein kleiner Test für die nächsten Olympiaspiele. So, jetzt 1 zu 0 für Marokko. Bei Olympia muss man natürlich immer ein bisschen testen, wie man was halt haben möchte. Und in dem Fall teste ich das mal heute so. Es könnte auch ein gutes Video so werden, wenn das ein bisschen kleiner gehalten ist und nur das Spielfeld gezeigt wird, denn sonst ist irgendwie immer so alles groß mit Chatverläufen und so weiter. Und ich glaube, sowas tut auch mal gut. Jetzt steht es erstmal 1 zu 1. Es könnte ein sehr vielversprechendes Finale werden. Marokko wird auf jeden Fall heute Abend im Medaillenspiegel auf Platz 1 stehen. Aber Schweden will natürlich die erste Goldmedaille holen. Das steht natürlich auch fest. Allerdings könnte Marokko heute auch wieder Gold holen. Und das wäre, glaube ich, die zweite Goldmedaille. Ich würde Schweden schon gönnen. Aber natürlich auch den Marokkanern, das ist auch klar. Und jetzt das 2 zu 1. Sehr gut gemacht von Asmir Begovic. So sein Name hier im Habbo-Hotel. Mal sehen, ob Schweden da überhaupt eine Möglichkeit hat, gegen anzukommen. Aber ich denke schon, das sind beide sehr gute Autoballer. Der Autoballspieler. Und es gibt Elfmeter. Im Außenbereich des Videos kann ich ganz gut sehen, ob es Elfmeter gibt oder nicht. Deswegen nicht wundern, wenn ich die ganzen Regeln hier aufsage, obwohl ich das nicht richtig weiß. Und super gehalten! Starker Save von Asmir Begovic. Geht erstmal in die eigene Hälfte, versucht dann den Konter zu starten. Misslingt. Er kommt trotzdem durch. Schweden muss aufpassen, weil das ist das 3-1. Ja, das nutzen einfach sehr starke Autoballspieler aus. So muss es auch sein, aus Sicht von Asmir. Und das war ein Foul, deswegen gibt es Freistoß für Marokko. Roberto versucht er jetzt irgendwie gegenzuhalten, weil das kann ganz schnell in die andere Richtung gehen. Es gibt gleich noch eine zweite Hälfte. Und das 2 zu 3. Gut gemacht von Schweden. Schweden möchte jetzt die Phase nutzen und das direkte 3 zu 3 schießen. Mal sehen, ob das jetzt hier gelingt. Asmir Begovic versucht da auch irgendwie sich durchzustängeln. Und jetzt so ein kleiner Konter. Aber das Spiel ist schon auf Augenhöhe, das muss man wirklich sagen. Aber das zweite Gold für
für Marokko wäre auf jeden Fall eine coole Sache und eine coole Geschichte für die. Das sowieso. Und aus Halbzeit, Seitenwechsel. Und weiter geht's in der zweiten Hälfte. Nochmal 3 Minuten. Das Spiel ist sehr hochklassig. Unten spielt jetzt Marokko und oben spielt Schweden. Und das 3-3. Wichtiges Ding. Und jetzt ist noch genügend Zeit für beide Mannschaften, da irgendwie den entscheidenden Schachzug zu bringen, wie jetzt 4:3 für Marokko. Marokko im allgemeinen Fußball in Real Life auch eine relativ gute Mannschaft mit Benatia, mit Boufal und so weiter. Mit Tarabt und so weiter. Und jetzt 5:3 für Marokko. Jetzt könnte es einseitig werden. Schweden muss sich wieder fangen. Und das 5:4 am besten jetzt direkt schießen. Gut, er hat noch 2 Minuten Zeit. 2 Minuten Zeit, noch das Ganze umzudrehen oder in die Verlängerung zu kommen. Oder Golden Goal. Ich bin mir nicht selber sicher, ob es da Golden Goal gibt oder ob es direkt ins Elfmeterschießen geht und so weiter. Und 6:3, jetzt wird's eng. Das ist wahrscheinlich Marokkos Sieg. Schweden muss was machen, müssen jetzt antworten. Es könnte ein sehr einseitiges Finale diesmal sein. Und da kommt er nochmal zurück. 6:4. Es wird nochmal spannend. Kann Schweden zurückkommen, ist die Frage. Ja, 6:5. Jetzt wird's doch nochmal spannend. Schweden jetzt total offensiv und das 6:6. Was ist denn hier los? Asmirbegovic gerade am Verzweifeln. Was macht er da hinten? Er spielt für Marokko und möchte es unbedingt gewinnen. Und jetzt sieht es alles sehr, sehr gefährlich aus, was er da hinten macht. Schweden versucht jetzt wirklich, das Spiel zu kontrollieren. Und das machen sie jetzt gerade auch in den letzten Sekunden, aber das ist das 7:6. Eine Minute noch. Mann, ist das spannend. Oh, super gehalten. Mega safe. Zweimal mega gehalten. Und Schweden jetzt mit den offensiven Akzenten. Schafft es aber nicht, dort irgendwie was zu machen. Es ruckelt gerade richtig stark. Hoffentlich geht das wieder weg. 38 Sekunden noch. Ein Tor noch für. Ja, das war's. 8:6. Das wird wahrscheinlich die Entscheidung sein. 8:6. Es sei denn, da kommt jetzt noch was. Sonst ist Marokko Olympiasieger. Jetzt muss direkt ein Tor fallen, sonst ist das das Ende. Ja, das war's, oder? Ja, das war's. Super gehalten, schon wieder. 8:7 in 3 Sekunden. 3 Sekunden noch. Aber wahrscheinlich ist das der Sieg für Marokko bei diesem olympischen Turnier. Ja. Marokko wird Olympiasieger und eventuell könnt ihr das, die Siegerehrung bei Bastita sehen. Ich verabschiede mich. Bis dahin. Ciao. Bis morgen. Morgen gibt's Bogenschießen.